Jetzt mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Frieder, das ist der Kai, das ist der Kevin. Wir arbeiten alle drei bei der GK Software SE in Schöneck im Vogtland. Kai ist seit x Jahren als Entwickler tätig, also direkt in der Softwareentwicklung. Der Kevin macht so Serverbetreuung und ich bin so in der F&E und mache da irgendwie Dinge mit Studenten und versuche denen auch gelegentlich was beizubringen. Oben drüber steht der Workflows für Mitarbeiter in Open-Source-Projekten. Wir haben das jetzt in so zwei gröbere Teile gegliedert. Einmal so, was sind Versionskontrollsysteme und wie benutzen wir Git? Da machen wir dann auch viele Übungen dazu. Und dann hinten raus noch so ein bisschen Erklärung, auf was muss man achten, wenn man irgendwie bei so Projekten mitmachen möchte. Wo sollte man anfangen zu gucken? Was sollte man lesen? Womit sollte man sich erstmal vertraut machen, bevor man dann irgendwie die ersten Programmiersachen betreibt? Genau. Nochmal die Frage, hat irgendjemand noch kein Git installiert? Hat jemand noch keinen Account bei GitLab.com? Weil den werdet ihr dann brauchen, um das Repository mit benutzen zu können, wo wir dann üben wollen. Und mal so in die Runde gefragt, wer von euch hat noch keine Ahnung, was ein VCS ist? Wer hat noch nicht mit Git gearbeitet? Ich hatte auf mehr Hände gehofft. Okay, schön. Ja, genau, kurze Installationsanweisung, falls jetzt irgendwie noch mehr Leute das nicht installiert hätten. GUI optional, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie was mit GUIs macht. Teilweise ist es günstig, teilweise ist irgendwie gehen Dinge verloren, die man irgendwie nicht sieht. Genau, wir probieren das heute mal am Terminal. Mal sehen, wie es klappt. Die Folien sind online zu finden. Das ist quasi die gleiche URL, die ich auch die ganze Zeit oben im Browser habe. Wenn ihr auf die Seite geht und das Repo sucht, dann müsste das so ungefähr aussehen. Genau. Das ist der Folienlink. Also ich springe jetzt mal kurz auf meine Kommandozeile. Ich mache jetzt einfach mal einen Live-Ordner. So müsste das dann bei euch aussehen. Wenn ihr euch irgendwie einen Ordner angelegt habt und noch kein Repository da habt und dieses Repository jetzt über Git ranzuholen, macht man quasi über dieses Git-Klon. Wie und was das tut, kommt gleich. Das wird jetzt eine Weile dauern mit dem Runterladen, deswegen wird euch dann vielleicht auffallen, dass wir da ein paar Tippfehler haben. Das wäre dann quasi euer Beitrag zu diesem Workshop, dass ihr unsere Fehler korrigiert. Genau, Versionskontrollsysteme. Hat irgendjemand von euch schon mal Software entwickelt? Hat irgendjemand von euch schon mal gemeinsam mit anderen an Textdokumenten gearbeitet? Wie habt ihr die dann verteilt? Oder wie habt ihr das hingekriegt, dass andere den gleichen Stand hatten wie ihr und dann irgendwie gearbeitet? Etherpad, das ist ja schon wieder so ein toller Online-Service, wo das einfach geht. Es gab auch so eine Zeit, wo Leute irgendwie DocX durch die Gegend geschickt haben oder Word-Dokumente. Also Versionskontrollsysteme hast du halt irgendwie immer, wenn du versuchst irgendwie gemeinsam mit anderen an Textdateien, also Quellcodes sind auch meistens Textdateien, zu arbeiten. Das wahrscheinlich verteilt, was nicht alle gleichzeitig am gleichen Rechner sitzen müssen, asynchron natürlich. Also gerade wenn man jetzt heutzutage bei modernen Unternehmen unterwegs sind, die irgendwie alle remote arbeiten und in unterschiedlichen Zeitzonen, ist es halt irgendwie schwierig, gleichzeitig an verschiedenen Sachen zu arbeiten. Dann, was bei Programmiersachen auch immer noch wichtig ist, es sollte nicht allzu viel kaputt gehen, deswegen muss man die Änderungen immer dann nochmal reviewen, testen oder auch Korrektur lesen, wie man das vielleicht jetzt bei einer Abschlussarbeit macht. Und was bei Software toll ist, wenn man da irgendwie so verschiedene Auslieferungsstände aktuell halten kann, also dass irgendwie der eine Kundenstamm die Version 2.4 hat, der nächste Kundenstamm hat eine 2.7 und dann kraucht noch einer auf eine 1.7 rum oder sowas, dass man halt die irgendwie sinnvoll abgelegt hat und die weiter maintainen kann. Also auch immer mal Patches einspielen und so weiter und so fort. Und das möglichst wenig chaotisch. Verschiedene Versionsstände. Also Software wird ja entwickelt und entwickelt sich auch immer weiter und dementsprechend haben verschiedene Leute verschiedene Versionsstände. Wenn man jetzt alleine an einem Projekt erstmal arbeitet, nur lokal, bevor man das irgendwo ins Internet schiebt oder verteilt, hat man halt da verschiedene Versionsstände. Der eine von vorgestern, der ging, der gestern ging vielleicht nicht und heute haben wir dran gearbeitet und wir haben jetzt eine dritte Version. Wenn wir das jetzt mit anderen teilen wollen oder da mehrere Leute dran mitarbeiten möchten, brauchen halt mehrere Leute, die
Quelldateien auf ihren Rechnern. Da gab es mal den Ansatz mit älteren Versionskontrollsystemen, dass man dann einen zentralen Server hatte. Da lag dann die eine Wahrheit. Dann hat man sich die Wahrheit auf den Rechner gezogen, der andere Kollege auch. Und wenn dann beide gleichzeitig dran gearbeitet haben und wollten das dann irgendwie hinschieben, dann gab es irgendwie Chaos. So, und Git läuft das jetzt ein bisschen anders. Git macht das halt dezentral. Das heißt, es gibt nicht mehr einen zentralen Server, wo einmal der komplette Source-Code rumliegt, sondern diese ganzen Repositories und die Source-Code-Kopien, die liegen dann auf jedem Rechner einmal komplett rum. Also alle wissen über alle Änderungen Bescheid. Genau. Die Git-Geschichte, da wollte euch, glaube ich, der Kevin was zu erzählen. Ja, entwickelt wurde es 2005 von Linus Torvalds, denn der brauchte nämlich irgendeine Möglichkeit, das komplette Quellcode-Projekt vom Linux-Kernel zu verwalten. Und da hat er sich dann halt gedacht, lass uns da mal was entwickeln, und da ist dann Git rausgekommen. Das wurde dann auch direkt dafür verwendet. Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt am Linux-Kernel-Quellcode mitarbeiten würde, würde man auch Git verwenden. Genau, und 2005 im Juli wurde das dann von Junio Hamano übernommen. Also der maintaint das jetzt. Genau. So, Änderungen, stimmt. Da hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen was zu erzählt. So sieht das ungefähr aus, wenn man so einen Quellcode-Haufen hat. Da hat man halt mehrere Dateien drin und die wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ständen, weil unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Ecken der Software arbeiten. Und dementsprechend stehen dann immer unterschiedliche Versionen, wobei nicht immer alle Dateien irgendwie Änderungen zwischen zwei Versionsständen haben, sondern manche halt nicht und manche haben halt mehrere. Wie wir das jetzt hier bei File A sehen, da gab es halt Änderungen zwischen Version 1, 2 und 4, aber File B hat sich erst in Version 4 und 5 nochmal geändert. Und diese Dinger muss man irgendwie ja tracken. Und wie machen wir das jetzt? Git hat so verschiedene Areas, wo sich eine Datei aufhalten kann und verschiedene Zustände, die eine Datei haben kann. Also das Blaue ist quasi unmodified. Das heißt, wenn ich mir den Source-Code von einer Software hole, dann ist er auf einem bestimmten Stand. Und dann habe ich den Stand, den ich mir von dem Online-Repository geholt habe, auf meinem Rechner. Und solange ich da nichts dran geändert habe, ist die Datei quasi nicht modifiziert. Wenn ich dann der zweite Pfeil da, die Datei ändere, fliegt die halt in die Modified-Region. Das heißt, die ist lokal geändert. Aber ich habe noch niemandem Bescheid gesagt, dass sich daran was geändert hat. So, dann kann ich die File stagen und in dem Schritt sage ich dem Git-Repository, okay, ich teile dir jetzt mit, dass ich etwas geändert habe und ich möchte dann diese Änderung wahrscheinlich irgendwie veröffentlichen. Eine andere Möglichkeit ist, okay, ich habe jetzt irgendwie ganz viele Dateien mitbekommen und ich brauche aber einige nicht, dann kann ich die removen. Dann werden die halt nicht mehr von der Versionskontrolle getrackt. Also das Versionskontrollsystem, das Git, das schaut dann nicht mehr nach, sind da jetzt Änderungen drin oder nicht, sondern lässt die einfach so liegen und kümmert sich nicht mehr drum. Die kann man natürlich dann auch wieder hinzufügen über das Add-File und dann guckt sich das Git wieder an, ob sich da was drin geändert hat. Also Remove-File heißt dann, dass es nur von der Versionskontrolle entfernt wird oder wird es auch von der oder wird es physisch gelöscht? Ja, das kann man getrennt machen. Also du kannst die Datei bei dir auf der Platte liegen lassen und kannst sie einfach aus dem Git-Repository rausnehmen, sodass sich das nicht mehr drum kümmert. Du kannst aber auch die Datei physisch löschen und dann sieht das Git-Repository, oh, mir fehlt jetzt die Datei. Soll ich die jetzt entfernen oder was mache ich jetzt damit? Also standardmäßig, wenn man das über Git entfernt, wird die Datei auch mit gleich gelöscht, aber... Okay. Musst du noch ein Flag in das Cache angeben, dann ist nur, dass er das nur das Repo im Repo löscht und nicht auf der Platte. Gibt es eine extra Option? Ja. Ja. Also gerade was Git-Kommandozeile angeht, da kannst du so viel Magie machen. Ich glaube, da habe ich vielleicht so 30% mitgenommen. Aber das sind halt die 30%, die man halt so braucht, im Normalfall. Das Git-Repository, die Staging Area und das Working Directory. Das .git-Repository ganz rechts ist im Prinzip jetzt mal eine simple Repräsentation von dem Repository, was ich online finde, also wo der ganze Source-Code mit drin liegt, wo die ganzen Dateien drin stehen und auch sonstige Konfigurationen.
die checke ich mir quasi aus, das, was ihr gerade mit dem Git-Klon gemacht habt. Ihr habt euch quasi eine lokale Kopie von dem Source-Code-Repository bei euch auf dem Laptop gezogen. Und sozusagen habt ihr jetzt ein Working Directory da. Dort könnt ihr jetzt Dateien editieren, dann sagt euch das Git irgendwann so, oh, da hat sich was geändert, sollte ich das jetzt irgendwie mal mit aufnehmen? Dann könnt ihr sagen, okay, wir stagen das jetzt und in der Staging Area kann ich die Files dann committen und in dem Schritt sage ich dem Git dann, okay, die Änderungen, die speicherst du jetzt bitte und kannst du auch mit veröffentlichen. Genau, also so sieht dann so ein einfacher Workflow aus, also Dinge, die man so nacheinander machen müsste. Wir haben in der Mitte einmal den Server, das zentrale Repository, also in dem Fall unser GitLab-Repository, wo diese Slides drauf sind. Der John, der will jetzt irgendwas dran arbeiten, der klont sich quasi dieses Repository bei sich auf dem Rechner, was ihr auch schon gerade gemacht habt, macht dann seine Arbeiten, fügt die Datei in die Staging Area, macht dann einen Commit und hat dann bei sich lokal die Änderungen in seinem eigenen Repository. Jetzt kann die Jessica parallel dazu hingehen, sich das auch klonen, auch committen. Und sie macht dann noch dieses Git Push. Das ist dann das Veröffentlichen von den lokalen Commits, die erstmal nur auf dem Rechner da sind, wieder zum Server. Also die Änderungen, die committed wurden, werden dem Server wieder bereitgestellt, sodass der quasi sieht, okay, die Jessica hat da was gearbeitet. Ich habe hier die Änderungen und die Änderungen geben jetzt den aktuellen Stand an. Dann kann der John sich das online anschauen in so einer Web-UI, kann sich über Git Fetch quasi seinen Stand aktualisieren. Mit dem Fetch aktualisiere ich ja erstmal nur die Metadaten von meinem lokalen Repository. Also, dass das lokale Repository weiß, welche Änderungen online vorgefallen sind und habe die dann da. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Clone und Fetch? Wenn du Clone machst, dann hast du vorher noch gar nichts und holst dir das eine komplette Repository mit dem aktuellen Stand. Wenn du Fetch machst, dann hast du schon ein Repository bei dir und holst dir nur den aktuellen Stand von dem Online-Repository, also die Aktualisierungen. Das heißt, du holst dir nicht nochmal den kompletten Source-Code, sondern nur die Änderungen. Wenn jetzt John da sein lokales Repository löschen würde und dann statt Fetch Clone macht, wäre das dann äquivalent zu dem, was hier? Nee, nicht so ganz, weil dann hat er ja seine eigenen Änderungen verloren. Stimmt, okay, ja. Er hat ja noch nichts gepusht, also er hat seine Änderungen noch nicht publiziert und dementsprechend werden die nur lokal, wenn er jetzt das komplette Verzeichnis löscht, dann sind die Änderungen weg. So, und jetzt mit dem Git Merge kommt der Schritt, den du schon gerade angesprochen hattest. Er hatte halt seine Änderungen und er hat die Änderungen von Jessica. Und jetzt kollidieren die eventuell. Vielleicht haben sie irgendwo mal die gleiche Zeile geändert. Haben sie mal ein Wort ausgetauscht und der andere hat da vielleicht nur ein Komma gesetzt oder sowas. Dann muss man in einem Merge-Schritt sich quasi die Änderungen anschauen und sich raussuchen, welche man jetzt behalten möchte. Das heißt, man nimmt zwei Stände und kombiniert die irgendwie zusammen. So, wenn er das erledigt hat, macht er in dem Fall meistens nochmal einen Merge-Commit. Das heißt, er setzt dann nochmal einen Stand drauf und kann diesen Stand dann pushen. Und wenn die Jessica dann hingeht und das fetcht, dann hat sie halt sowohl ihren eigenen Stand als auch die Aktualisierung von dem John mit da. Dann kann sie das wieder ähnlich machen und so weiter und so fort. Yes. Gibt es einen Unterschied zwischen Fetch und Pull? Ich habe sonst immer Pull genutzt, gibt Pull und ja. Fetch nie. Von daher. Ja. Also wenn du sagst, Git Fetch, dann holt sich Git wirklich nur die Metadaten aus dem Repository und die ganze Commit-History. Aber es aktualisiert noch nicht deinen ausgecheckten Branch. Und Pull kombiniert das dann quasi. Das versucht das dann gleich entweder zu rebasen oder zu merchen, so gut es geht. Jetzt ist schon oft das Wort Commit gefallen. Wer von euch hat denn eine Vorstellung, was ein Commit ist? So ein bisschen? Okay. Also wir könnten also richtig tief reingehen und nochmal über das File-System-Management von Git reden. Aber habe ich irgendwie gerade nicht so Motivation. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig wichtig ist für, wir wollen einfach ein bisschen mitmachen. Also technisch unten drunter ist das irgendwie ganz viel File-System-Magie mit Dateiblöcken und so weiter und so fort. Was Git macht, ist im Prinzip, es zeigt einen aktuellen Stand von einer Datei. So, ich habe jetzt verschiedene Versionen und diese verschiedenen Versionen werden über solche Git-Commits verwaltet.
Das heißt, wenn ich so mehrere so eine Commits drin habe, die alle über so einen Commit-Hash, wie in der ersten Zeile zu sehen sind, irgendwie referenziert werden, habe ich dann irgendwann so einen Baum, wo verschiedene von diesen Dingern da sind. Das kann man eigentlich gleich mal zeigen. Das ist jetzt quasi so ein kleines Stück von einem Ausschnitt von der Repository-History, also von der Vergangenheit, was wir jetzt auf diesem Source-Code gemacht haben. Das heißt, ganz oben habt ihr so ein Commit-Hash, dann habt ihr hier das andere gelbe auch nochmal so ein Commit-Hash. Das sind unterschiedliche Commits in der Geschichte von unserem Quellcode. Was dann in der ersten Zeile mit dem Head noch anfängt, das ist quasi ein Zeiger auf einen Zweig. Hier habe ich jetzt verschiedene Zweige in dem ersten Commit referenziert. Das heißt, er zeigt auf mehrere Zweige im Online-Repository. Genau, die dritte Zeile, der Autor, das war halt ich. Ich habe jetzt gerade kurz vor knapp noch irgendwas committed. Und das Eingerückte, also Merge und Add Links und C-Merge-Request, das ist ein Kommentar, der an so einem Commit dran steht. Also der Commit wird referenziert über so einen SHA-Hash. Dann steht da ein Autor dran, also man muss immer irgendwie eine E-Mail-Adresse mit angeben und einen Namen, damit man quasi denjenigen nochmal kontaktieren kann und fragen kann, okay, was wolltest du jetzt eigentlich mit dieser Änderung? Dann halt offensichtlich das Datum, dass man die irgendwie sortieren kann und gucken, wann die Änderungen passiert sind. Und die anderen Zeilen, das sind dann so Kommentare. Also das werden wir dann gleich auf der GitLab-Seite sehen. Die erste Zeile von diesen Git-Kommentaren, Commit-Kommentaren, die werden am meisten angezeigt. Da stehen dann so Informationen, also ganz knapp Informationen drin, was jetzt in dieser Änderung gemacht wurde. Und dann kann man aber noch eine beliebig lange Nachricht unten ran schreiben, die man sich dann auch angucken kann. Genau. Solche Informationen sind immer wichtig, damit die anderen dann auch verstehen, was man denn jetzt mit der Änderung bezwecken wollte. So. Git-Befehle wolltest du machen, oder? Ja, also generell der Befehl für Git ist Git. Und der ist dann so aufgebaut, dass man hinter Git dann noch einen Unterbefehl, also zum Beispiel Commit, Push, Pull, Clone oder die ähnlichen. Da hier noch ein paar aufgelistet. Also wir gehen jetzt sozusagen auf die, ich sage jetzt mal, meistgenutzten oder wichtigsten ein. Und nach dem Unterbefehl folgt dann ein Parameter oder noch ein Unterbefehl. Also add hatte, glaube ich, noch Unterbefehle als Beispiel. Genau, aber zur Not kann man immer danach googeln oder halt man git, beziehungsweise git den Unterbefehl und minus minus help, dann öffnet sich ja meistens auch nur eine Manual-Seite, wo dann die ganzen Parameter drin stehen und was die alles tun. Das ist halt so typisches Linux-Verhalten, dass irgendwie die Programme, die man sich installiert, immer so ein Manual mitbringen. Und wenn man so ein vergesslicher Mensch ist wie ich, der sich irgendwie nur so Basisbefehle merken kann, aber sich dann irgendwie die ganzen Zusatzflags nicht merkt, dann kann man in den Manual-Pages nachlesen, was da alles geht. Genau. Zur Konfiguration. Die ist in zwei Teile unterteilt. Einmal die globale und die lokale Konfiguration. Eine lokale Konfiguration setzt man nur für ein einzelnes Repository und eine globale Konfiguration für die ganze Installation. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf eurem Linux das Git installiert und setzt dort etwas in die globale Config und committet dann etwas, dann wird diese Konfiguration für alle Repositories ausgeführt. Genau, kann man mit git config minus minus global oder minus minus lokal ändern. Um sich die ganzen Konfigurationen aufzulisten, das sollte jetzt eigentlich untereinander stehen, also git config minus minus list, könnt ihr ausprobieren, listet sozusagen alle Konfigurationen auf, die bereits gesetzt sind. Und da ihr minus minus global oder minus minus lokal nicht erwähnt habt, benutze standardmäßig die lokale. Das können wir uns gleich mal angucken. Genau. Minus minus list. Genau. Das ist die Konfiguration für das lokale, also für das Repository Reveal Slides, wo wir gerade drin sind. Und wenn man da jetzt ein minus minus global dazwischen setzen würde, würde es halt die globale Konfiguration anzeigen. Das dürfte dann nicht ganz so viel sein. Genau. So, und wenn ihr euch jetzt frisch Git installiert habt
und es noch nichts konfiguriert habt, dann müsst ihr, bevor ihr mitarbeiten könnt, mindestens den Username und die E-Mail setzen. Genau, und das sind jetzt erstmal die wichtigsten Konfigurationen. Und zwar ändert man eine Konfiguration wieder mit git-config --global oder lokal, dann den Parametername und dann den Wert. Und ich sage jetzt mal, die wichtigsten drei Einstellungen wäre der Username, die E-Mail und der Editor. Ihr könnt es ja mal für den Benutzername und für die E-Mail erstmal setzen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist dann sozusagen das, was in den Commits auftaucht. Frage, ich hatte gerade gesehen, dass das auch noch im GitHub-User extra explizit aufgeführt wurde. Wird da, wenn man jetzt committet bei GitHub, dann der GitHub-User genutzt oder wird der normale User genutzt, der jetzt eingetragen wird? Nee, da wird dann der genutzt, oder? Da wird dann erstmal der normale genutzt. Ja. Ich kann jetzt aber, wenn ich auf GitHub zwei Accounts habe, ich habe auf GitLab einen Account, ich habe privat noch einen GitLab-Server irgendwo rumstehen und habe da alle unterschiedliche Usernamen, kann ich quasi in der Config zentral sagen, welchen Username ich jetzt nehmen möchte, um da zu publishen. Die erkennen das nicht sofort, dass man jetzt beispielsweise auf GitHub pusht und dann der User auch genutzt werden soll. Ja, ja. Also das kannst du dann, wenn du mit den Remotes arbeitest, kannst du das noch spezifizieren, welchen Nutzer du nehmen möchtest. Okay. Auf die Remotes kommen wir gleich noch ein. Ja, als Beispiel könnte man jetzt für ein bestimmtes Repository mit --lokal einen anderen Benutzernamen als in der globalen Konfiguration setzen, wenn man das möchte. Wenn man Konfiguration wieder entfernen möchte, benutzt man --unset und dann einfach den Konfigurationsnamen. Wie hast du es eigentlich wagen können, da Nano hinzuschreiben? Ich wollte was generell. Dass man wieder löschen kann, genau. Ah, und dann Vim eintragen. Genau. Kann jetzt schön. Manche Emacs nutzen oder manche Vim. Ja. So, das wäre jetzt gleich die nächste Aufgabe für euch, einfach mal den Nutzernamen und die E-Mail in die Config zu setzen, sofern das noch nicht passiert ist. Machen weiter. Ja, ein Remote ist jetzt eine nicht lokale Kopie des Repositories. Also zum Beispiel GitLab. Wenn ihr euch jetzt ein Repository von GitLab oder von irgendeinem Remote klont, dann wird dort standardmäßig dieses Remote eingetragen. Die kann man sich mit git remote-v auflisten. Man könnte git remote eingeben, dann sieht man sozusagen die vorhandenen Remotes, aber nicht als Volltext. Also man sieht nicht die URL dahinter. Und git-v zeigt dann halt noch die URL. Hm. Also den User oder wenn man das über HTTPS macht, dann die URL einfach. Also gerade ohne dieses V, da hat man halt nur die Information, okay, ich habe da jetzt irgendwie ein Remote mit verbunden und es hat jetzt einen Namen, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist und was da sonst alles passiert. Also um die Remotes einfacher benutzen zu können, dass du nicht jedes Mal die komplette URL eingeben musst, gibst du denen halt Kurznamen. Also standardmäßig, wenn du irgendwo einen Repository her klonst, wird das Origin angelegt. Normale Praxis, was man sonst so benutzt, ist halt ein Upstream, wenn man jetzt irgendwie so ein offizielles Repository hat. Dass man sagt, da kommen jetzt offizielle Patches her, das ist jetzt mein Upstream, wo ich meine Sachen herziehen muss. Und packt die dann quasi wieder in Origin, wenn ich mir das Zeug von im internen Repository geholt habe. Ansonsten auch so eine Sachen wie, okay, das ist jetzt das Remote von GitHub und das eine ist auf GitLab. Da kommen jetzt, weiß ich, vielleicht die Community getrennt hat, irgendwie unterschiedliche Stände und dann muss man halt gucken, wo man das herzieht und wo man wieder was hinschiebt. Aber halt, ja, die Namensgebung irgendwie was Sinnvolles, wo man, ja, eine Ahnung hat, wo das dann wieder hingeht. Angenommen, man möchte jetzt ein Projekt forken, dann hätte man zwei Remotes unter Umständen. Yes. Also die Quelle, wo es herkommt, das könnte zum Beispiel nicht GitLab sein, also irgendeine andere Webseite oder irgendein anderer Dienst. Und dann hätte man dort ein zweites Remote drin. Und diese Remotes kann man hinzufügen über Remote Add und entfernen über Remote Remove. Also es ist quasi so die Verbindung zwischen meiner lokalen Kopie und der zentralen Kopie, wo meine Änderungen dann wahrscheinlich hin sollen.
kannst quasi auch sagen, okay, ich habe zwar online den einen Stand, aber ich weiß, dass jetzt mein Kumpel und ich gemeinsam dran arbeiten. Dann tragen wir halt gegenseitig unsere Remotes rein und arbeiten erstmal zu zweit dran. Und dann, wenn wir gemeinsam auf einem guten Stand sind, dann erst in das Zentrale wieder zurück. Eine Frage, wenn ich jetzt mehrere Remote-Repos da ranhänge, ist da nur eine Adresse, wo ich es herbekomme, also wo ich den Fetch mache und habe halt nur mehrere, wo ich es hin pushe? Oder habe ich dann auch mehrere Repos, wo ich das dann wieder fetchen kann? Das kommt auf deinen Workflow an, den kann man beliebig kompliziert gestalten. Also bei Push und Fetch gibst du halt immer an, von mit welchem Remote du kommunizieren möchtest. Also kannst du sagen, ich pull jetzt die aktuellen Patches, die irgendwie von einem offiziellen Online-Repository kommen und versuche die bei mir irgendwie einzubauen. Oder ich entscheide mich dafür, nicht die aktuellen Patches von dort zu ziehen, sondern hole mir einfach den aktuellen Stand von unserem internen Repository. Also gerade wenn ich einen Push mache, sage ich halt dem Push, wo es hingehen soll. Ich habe jetzt in dem Falle nur ein Remote drin. Ansonsten müsste ich dem sagen, okay, nimm das Remote oder nimm das andere. Jetzt an der Stelle kann ich mir das halt sparen, weil ich nur das eine drin habe. Gitignore. Ja, das nächste wäre dann die Punkt-Gitignore. Das ist, ich sage jetzt mal, auch ein Teil Konfiguration. Das ist eine Datei, die man in das Root-Verzeichnis des Repositories legt. Und dort kann man dann Dateien reinschreiben, die von Git ignoriert werden sollen. Also zum Beispiel Log-Dateien oder Dateien, die beim Kompilieren andernfalls stehen, die man nicht dabei haben möchte, oder irgendwelche Textdateien, die man sich nur zwischendurch anlegt. Genau, und es sind Wildcards möglich. Zeigen wir gleich. Wenn man dort zum Beispiel Programm.log reinschreibt, dann werden alle Dateien mit dem Namen Programm.log ignoriert. Also die werden dann nicht in Git hinzugefügt. Und der Fall mit der Wildcard wäre jetzt hier zum Beispiel ein Sternchen. Also wenn man dort jetzt sagt Sternchen.log, dann werden alle Dateien, die mit .log enden, von Git ignoriert. Also standardmäßig schaut das Git in alle Unterordner und guckt erstmal, ob sich da irgendwie was geändert hat. Und wenn eine neue Datei dazugekommen ist, dann sagt einem das beim Status so, oh, du hast da was geändert oder hier ist jetzt eine neue Datei aufgetaucht. Und wenn ich aber bestimmte Arten von Dateien habe, die ich einfach nicht mit committen und pushen möchte, also die ich nicht in die Versionskontrolle einführen möchte, dann kann ich die halt an der Stelle ignorieren. Hier ist eine, ne? Ach so, ja, das ist einfach nur so ein Zweizeiler. Also wir hatten dann ein anderes Repository, wo dann quasi in dem Unterordner Bild Dateien rausgefallen sind, die beim Kompilieren entstanden sind. Die wollten wir halt nicht mit tracken und deswegen haben wir die da einfach in die Datei reingeschrieben, also in die gitignore reingeschrieben. Genau, und das Endprodukt, was dann sozusagen davon rausgekommen ist, war eine PDF-Datei, deshalb wollten wir halt auch die PDF-Dateien nicht mit extra in das Git übernehmen, weil wir ja nur den Quellcode haben wollen. Kann ich nur Textdateien dort? Nee, du kannst da auch beliebige Binary-Blobs mit reintun, also Bilder und ähnliches. Haben wir jetzt teilweise hier für die Präsentation auch mit drin. Muss nur aufpassen, wie groß das Zeug wird. Also irgendwie einer von unseren Studenten hat letztens mal so bei einem VR-Projekt die ganzen VR-Assets mit reingetan. Da hat man dann plötzlich ein 3,5 Gig großes Repository. Das hat dann beim Klonen nicht so viel Spaß gemacht. Und Bilder zu merchen ist schwierig. Es geht aber. Also gerade GitLab hat jetzt letztens auch so ein Bild-Diff Viewer eingebaut, da kann man sich unterschiedliche Stände von den Bildern anschauen im Repository, wenn sich da so ein JPG oder PNG geändert hat. Zweige. Wir haben schon von Zweigen gesprochen. Möchtest du weiter über Zweige sprechen, Kai? Ich kann gerne weiter über Zweige sprechen. Schön. Ja, das Arbeiten mit Branches in Git. Letzten Endes, Branches sind sehr schön zu benutzen in Git, weil man hat ja letzten Endes immer einen gewissen Master. Und die Branches bei Git gibt es einmal lokal und einmal auf dem Server. Das ist ein großer Pluspunkt gegenüber anderen VCS, aus meiner Sicht zumindest. Denn ich kann lokal sagen, ich lege mir jetzt eine Kopie von meinem aktuellen Stand an, von welchem das auch immer ist. Das kann der Master sein an sich, das kann ein anderer Branch sein. Und in dieser Kopie arbeite ich weiter. Dann mache ich dann zum Beispiel andere Änderungen. Letzten Endes ist das genau auf der Kommandokonsole mit Git Branch All, kann ich mir erstmal alles aufzeigen lassen.
alles anzeigen lassen, was dann soweit momentan im Git-Repo vorhanden ist. Also die Branches, die ich theoretisch nutzen könnte. Machen wir das einfach mal? Ja, machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Wie man sieht, wir haben hier eine ganze Menge schon mal erstellt in unserem Repo, während wir dran gearbeitet haben. Wir haben da einmal Content dies, Content jenes, ja, und letzten Endes auch eine Marker. Wie das Ganze im einzelnen Repo dann heißt, ist immer denjenigen überlassen, die das Ganze pflegen. Das muss nicht zwingend immer der Master sein, aber relativ häufig ist der Grundstamm immer der Master. Ja, gehen wir mal zurück in die Präsi. Wie man sieht, kann man das Ganze dann auch lokal anlegen. Lokal nur für mich, damit ich dran arbeiten kann, damit ich meinen aktuellen Stand nicht kaputt mache. Über Git Branch und dann letzten Endes noch den Branch-Name anzugeben, hinter dem Branch-Befehl. Dann habe ich den lokal angelegt und ja, könnte dann auch entsprechend weiterarbeiten. Das ist nochmal das Auflisten hier an der Stelle. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen. Denn Auflisten der lokalen Branches, Auflisten der Branches, die remote sind, ist manchmal hilfreich, aber ja, mit minus A sieht man erstmal alles soweit. Okay. Ja, wechseln zwischen Branches. Ich habe es gerade eingerissen. Wenn ich einen Branch habe, zum Beispiel zwei Remote Branches, dann kann ich mit Git Checkout und hinten den Branchnamen angeben, zwischen den Branches wechseln, zwischen den einzelnen Ständen. Das heißt, ich bin in meinem aktuellen Ordner, wo alle Dateien soweit drin liegen und ich möchte mir jetzt die Datei von einem anderen Branch anzeigen lassen. Mache ich soweit einfach mit Git Checkout, dann legt mir Git das Ganze weg und ich bekomme was Neues. Und kann es mir anschauen. Ja, zum Anschauen, wo man gerade aktuell ist, benutzt man so einen Git-Status. Das zeigt mir quasi jetzt an, ich bin aktuell auf dem Master-Branch und hier habe ich gerade nichts zu tun oder ist nichts passiert. Ich hole mir erstmal alles. Gut, da sehen wir gerade, da hat sich was geändert im Gegensatz zum aktuellen Stand. Also hast du gerade auf Master gepusht? Das hast du toll gemacht. Sollte man nicht tun. Okay. Also was ich jetzt aktuell auf meinem Master drauf habe, ist jetzt noch der letzte Merge-Commit von mir. Wenn ich jetzt ein Git-Pull mache von Origin, dann hat sich hier was geändert an den Slides. Wenn ich mit Git-Log nochmal nachschaue, was sich geändert hat, dann sehen wir, Kevin hat die Slides gechanged. Ich wollte eigentlich was vollkommen anderes machen. Okay, schön. Es ist schön, dass du den vorgreifst. Das ist auch okay. Du solltest nur den Branch wechseln. Okay, dann gucken wir uns das mal hier in dieser GitLab GUI an. Ich habe hier oben jetzt den Branch Master ausgewählt und sehe jetzt hier meine Commits und dann sehe ich den Commit von Kevin. Was ich jetzt quasi gemacht hatte, ich hatte vorher lokal diesen Commit ausgecheckt. Das heißt, meinen letzten Stand. Das hatte ich mir angeschaut mit diesem Git-Log. An dieser Stelle, okay? Also mit Git-Log kann man sich immer die Historie von dem lokalen Repository anschauen. So, dann habe ich hier einen Git-Pull gemacht, nachdem Kevin committed hatte und seine Commits veröffentlicht hat. Habe mir quasi die Änderungen aus dem zentralen Online-Repository geholt und gleichzeitig bei mir auf meinen Master-Branch eingespielt. Also da reingemerged. Und solange da nichts kollidiert, dann macht das Git das einfach so von alleine und fügt quasi neuen Änderungen hinzu. So, dann hatte ich mir jetzt mit Git Log noch angeschaut, wie die Historie jetzt von dem Master Branch aussieht, bei mir lokal. Und da ist jetzt quasi mein Commit der vorletzte und der von Kevin ist der letzte drauf. Wir wollen jetzt Branches switchen, ne? Genau, wir wollen erstmal den Branch wechseln. So, Tab Completion funktioniert auch super. Also ich bekomme ja angezeigt, welche Branches alle vorhanden sind. Und wo gehen wir mal hin? Such dir einen aus. Jetzt sagt mir quasi mein Git-Log, dass ich jetzt auf diesem Commit ausgecheckt bin und habe jetzt quasi meinen aktuellen Pointer von dem Git auf dem Stand von dem Develop, beziehungsweise der ist der gleiche Stand wie von dem Origin-Develop-Branch. Also Origin ist jetzt wieder das Remote, das heißt in dem Falle das, was auf GitLab liegt. Sprich, das, was auf GitLab liegt, ist jetzt genau gleich wie das, was lokal. Ja. Ist es jetzt Origin oder ist es Develop? Das ist
lustigerweise das Gleiche. Es sagt mir quasi nur, dass mein lokaler Development-Branch quasi mit dem Develop-Branch auf Origin quasi verbunden ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Develop-Branch committe und dann einen Push macht, dann wird es zum Origin geschoben und falls dort kein Develop-Branch existiert, dann wird er da angelegt oder der existiert, der wird halt geupdatet. Mach mal Branch weiter, ich gehe mal hinten gucken. Genau, wir waren beim Wechseln zwischen den Branches. Warum macht man die ganzen Branches? Wie gesagt, ich habe einen Stand, den ich mir irgendwoher geholt habe aus dem Repo und den möchte man ja möglichst nicht anpassen. Generell auf Master einzuchecken ist ohne Merge-Request auch nicht sonderlich sinnvoll. Also der Master sollte möglichst unangetastet einfach liegen bleiben und alle meine Änderungen passieren in einem Branch. Und genau deswegen holt man sich Branches, guckt, welche schon angelegt wurden, eventuell zu Problem XY, um dieses zu beheben und zu analysieren. Oder man macht das Ganze lokal für sich. Deswegen zum ersten das Wechseln mit Git Checkout. Und wir kommen dann weiter. Wir wollen das Ganze für uns mal lokal erstellen, damit wir auch lokal damit arbeiten können. Wichtig ist, das Ganze ist hier auf dieser Folie, sieht man das Ganze jetzt nur lokal. Also es passiert wirklich nur auf dem eigenen Rechner, nicht im Remote Repository. Einen Branch anlegen kann man mit Git Branch und dann gibt man dort den neuen Namen ein. Oder es gab noch eine Variante, wo man das Ganze mit dem Wechseln zusammen verbinden konnte, das Anlegen und das Wechseln. Aber hier ist es getrennt. Das können wir eigentlich mal machen. Schauen wir noch mal kurz, wo er eigentlich war, der gute Herr. Auf Develop. Okay, ich nehme jetzt also den Stand von Develop und auf diesem Stand möchte ich weiterarbeiten. Ich lege erstmal dafür für meine nächste Problembehebung einen neuen Branch an. Den nenne ich jetzt einfach mal Develop, einfach als Identifier unterstrich Problem 1. Das ist immer ganz toll. Genau, jetzt ist es angelegt, der Branch, Git Branch und der Branchname. Und dann mit dem vorhin angerissenen Befehl Checkout kann man das Ganze dann auch wieder wechseln. Denn, ich zeige es vielleicht nochmal kurz, wir befinden uns aktuell in Develop. Das sehen wir hier bei On Branch Develop. Und mit Checkout wechsle ich jetzt in meinen Branch. Das Ganze wird mir dann auch entsprechend angezeigt, wenn ich einen Status wieder abfrage. Und jetzt könnte ich quasi anfangen, meine Änderungen zu machen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich irgendwas damit kompromittiere, was ich mir schon mal hergelegt habe. Das heißt, ich kann auch damit offline arbeiten soweit. Ich muss das dann nicht irgendwann aus dem Repo wieder pullen, wenn ich jetzt was falsch mache und einfach zurückwechseln möchte. Genau. Achso, ein Befehl ist hier noch, und zwar der lokalen Branch Remote ablegen. Letzten Endes ist das Pushen ins Repo des neuen Branches. Wäre empfehlenswert, dass, wenn man einen neuen Branch hat, das direkt am Anfang zu machen. Letzten Endes mit Git Push -U und dann entsprechend das Origin angeben und den Branchnamen, wie er dann auch Remote heißen soll. Kann man ausprobieren, wenn man die Berechtigungen hat. Soweit ich das mitbekommen habe, habt ihr jetzt gerade keine dazu in diesem Repo. Es sei denn, ihr habt es gefolgt. Letzten Endes ist das auch wirklich nur das Remote-Ablegen und unterteilt sich da deswegen in der Arbeitsweise dann eher weniger. Wie kommen wir jetzt eigentlich zu dem Ganzen, was passiert ist? Wir hatten es vorhin schon mal mit angerissen, mit Git log und -p kann man sich das Ganze ein wenig anschauen. Man kann auch Git log komplett nehmen, ich nehme immer p dazu. Ja. Was macht denn P? Na, letzten Endes die lokale Historie, die anzeigen zum Beispiel. Ah, quasi nur die Privatrepository. Ja, genau, weil ich möchte ja nicht immer remote alles sehen, was remote passiert ist, sondern vielleicht möchte ich ja nur lokal sehen, deswegen minus P. Und mit Minus und einer Zahl kann ich das sogar einschränken auf die Anzahl der letzten neuesten Commits, die ich sehen möchte. Könnten wir mal ausprobieren. Git log minus P sieht so aus. Na gut, wir haben jetzt gerade lokal leider nichts geändert. Also abgesehen von diesem Zeug. Wie man sieht, sind es jetzt hier mehrere. Probieren wir wenigstens das eine aus mit der Zahl. Ich möchte zum Beispiel nur eine letzte Änderung sehen. Mit minus 1 hinten dran habe ich dann auch nur eine Änderung. Okay. Das kurz angerissen dazu. Jetzt, wenn wir die Historie schon mal sehen und wie vorhin schon angerissen, wir haben einen Commit-Hash. Den werden wir jetzt als nächstes brauchen, denn wir wollen uns mal die Änderungen wirklich anzeigen lassen. Nicht nur diese Commit-Message, die wir jetzt hier sehen. Das Ganze funktioniert dann auf diese Art und Weise mit Git Diff. Wenn ich sage Git Diff,
dann kann ich mir entweder alles anzeigen lassen, was meistens sehr unübersichtlich ist, oder aber ich kann es natürlich auch auf Commits einschränken. Wichtig wäre jetzt noch zu wissen, wo sind meine Änderungen überhaupt? Also möchte ich mir das Ganze nur lokal anzeigen lassen? Möchte ich mir ein Diff anzeigen lassen zu den Änderungen, die ich momentan lokal gemacht habe? Also zum Beispiel in einer Datei gerade eben gemacht, die noch nicht markiert wurde, damit sie committed wird? Möchte ich mir die Änderungen anzeigen lassen zwischen markierter Datei und einem letzten Commit? Oder möchte ich mir das Ganze über Remote anzeigen lassen? Da sollte man sich immer bewusst sein, wo befinde ich mich und wo möchte ich eigentlich hin? Deswegen diese drei Befehle, gitdiff, gitdiff staged, minus staged und gitdiff mit dem Commit-Hash. Können wir uns sehr gerne mal angucken. Ich habe eine Idee, was wir für eine Änderung machen. Hauptsache eine. Wir legen jetzt einfach mal eine Git-Ignore an, weil wir vorhin festgestellt haben, dass die gar nicht da war. Und dann habe ich gerade bei der Maria festgestellt, die hat so einen Mac und Mac macht irgendwie so eine Dinger. DS-Store, heißt das so? Gitdiff tut jetzt gar nichts. Warum? Auf welchem Branch bist du überhaupt? Also warum das Ganze gerade eben mit Gitdiff nicht angezeigt wurde, es ist eine neue Datei, eine komplett neue Datei. Wir haben die noch nicht gehabt. Genau, dementsprechend ist die neue Datei noch nicht im Repository und Git weiß noch nicht, dass es sich darum kümmern soll. Deswegen haben wir auch kein Diff dazu. Genau, jetzt kann man aber sagen, ich füge die Datei jetzt dem Repository hinzu, sodass Git sich jetzt in Zukunft darum kümmert. Und wenn wir jetzt, ach, wir haben es noch nicht committed, ne? So. Jetzt sehen wir es erstmal so, weil wir hatten die Datei markiert zum Commit, aber ja, wir haben sie noch nicht committed. Deswegen zeigt es uns jetzt an, was beim Commit theoretisch an dieser Datei geändert werden würde. Ja, das sind genau die zwei Zeilen, die er für uns eingefügt hat. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber wichtig. Genau. Was hat das Git-Add jetzt gemacht? Was ist die markiert letztendlich die Datei, um sie dann später beim Commit mit zu übertragen. Also übertragen in dem Falle lokal in dein lokales Repo und in die lokale History. Du kannst das ja nochmal ganz kurz mit Git-Status zeigen. Dass wenn du jetzt eine neue Datei hinzufügst, dann ist die am Anfang mit Untracked markiert. Das heißt, Git sieht zwar, es gibt da eine neue Datei, aber die wird noch nicht versioniert. Dann kann man die mit git add hinzufügen, das heißt, man sagt dem git, schau dir mal bitte diese Datei an und check dann, was sich geändert hat. Und dann sieht man sozusagen modified file. Also in dem Fall jetzt hier ist das direkt eine neue Datei, weil die noch keine vorherigen Versionen hat. Ist ja neu. Mhm. Und bevor wir das git add jetzt ausgeführt haben, würde da untracked file stehen. Also wenn du an vorhandenen Dateien, die schon von dem git getrackt werden, Änderungen machst, dann merkt das git das sofort. Wenn du neue Dateien anlegst, dann musst du dem erst sagen, okay, überwach die jetzt mal bitte mit. Was zu dem Add-Befehl noch zu sagen wäre, das eine sind die neuen Dateien, aber mit dem Add letzten Endes erstelle ich eine Liste für den nächsten Commit. Also ich habe zum Beispiel etwas, sagen wir mal, ich habe 5 Dateien geändert und ich möchte aber nur 3 davon committen. Dann nehme ich vorher mit einem Git-Add diese 3 Dateien, die ich committen möchte, zu einer quasi imaginären Liste hinzu. Und beim nächsten Commit werden dann nur diese Dateien committed, die auch wirklich mit Add vorher so markiert wurden. Das kann man sagen. Und mit Push kommt man dann in das Repo an sich. Selbst der Commit ist nur lokal in diesem Punkt Git-Ordner, der dort mit drin liegt. Und erst mit Push geht es dann in das Repo rein. Wieso habe ich denn jetzt die Dateien in Git-Ignore geschrieben, wenn ich ohnehin jede Datei, die ich hinzufüge, vorher ergänzen muss? Ich meine, ihr werdet doch hoffentlich nicht erst git add ds store gemacht haben, um es dann auch auf die Ignore-Liste zu schreiben, oder? Du könntest auch sagen git add Punkt. Und dann nimmt er alles. Und außerdem wird, wenn so eine Datei zum Beispiel in der git ignore steht, wird die auch nicht unter untracked files aufgelistet. Dann ignoriert git die wirklich komplett. Okay. Es sei denn, du sagst, also ich glaube, das geht, es sei denn, du sagst spezifisch git add und dann diese Datei. Yes. Ja. Also du kannst ignorieren auch übergehen, wenn du weißt, was du tust und das quasi dazu forcierst. So. Das ist manchmal. Kann man machen, ob man es machen sollte, ist eine andere Diskussion. So, jetzt haben wir die neue Datei, aber die ist jetzt noch nicht im Repository drin. Also ist zwar geaddet, aber noch nicht committed. Wie mache ich das denn, lieber Kai? Na, git leerzeichen commit minus m und ja, genau.
Genau, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben git commit als Commit-Befehl, minus m gibt die Commit-Message an und hinten in diesen beiden Hochkommas, in den Gänsefüßchen, steht letzten Endes die Message, die dann überall angezeigt werden kann. Ist beliebiger Freitext. Er tippt weiter. Und was wir das sehen. Genau. Mit Sonderzeichen sollte man aufpassen. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Aber ja, das funktioniert. Wenn du jetzt haben wir dann die Datei quasi lokal gesagt, git, nimm die rein in das lokale Repo und die Datei ist weg. Wenn wir jetzt dann noch den Status dazu aufrufen, sehen wir auch, dass da nichts mehr ist. Weil wir haben es ja quasi committed ins Repo. Somit sind wir wieder sauber, git sagt uns, wir können irgendwas damit tun. Minus 1. Was willst du jetzt machen? Minus P. Na, nochmal angucken, ob das jetzt wirklich angekommen ist. Ja, und dann sehen wir das auch. Dort oben. Es ist in der Historie jetzt drin. Wir können es uns anzeigen lassen. Und wir können jetzt natürlich auch einen Vergleich machen. Das ist wunderprächtig. Wir haben die beiden Hashes, die du gerade überblätterst. Git. Genau. Das Witzige ist, es reicht am Anfang ein paar Zeilen. Ich vermute, es sind 8. Es reicht jedenfalls der Anfang. Man muss nicht immer den kompletten Hash eingeben oder sich kopieren. Und das Ganze können wir uns anzeigen mit git, diff und jetzt die beiden Hashes. Genau, den brauchen wir. Sind das 8? Bevor wir bis 8 sehen. Bis 8 sehen, einfach. Das ist ja zu einfach. Ja, das geht. Es geht ja darum, dass beides geht, weil letzten Endes, man bekommt irgendwo mal einen Hash her, dann geht man liest im Netz, man möchte jetzt lieber tippen, manchmal ist das schneller, manchmal hat man zwei Monitore auf zwei unterschiedlichen Rechnern. Das ja, ist da einfach nur gesagt, dass es auch so funktioniert. Hier sehen wir jetzt das Diff zwischen diesen beiden Commits, eben mit git diff und diesen beiden Hashes kann man exakt sich das Diff zwischen diesen beiden Commits anzeigen lassen. Was ist passiert, was wurde hinzugefügt? Ja. Jetzt wollen wir das Ganze auch uns mal noch in der Historie etwas schöner anzeigen lassen, denn wir wollen wissen, wann wurde ein Branch erstellt, wann wurde der Branch wieder zurückgemerged und was haben wir denn überhaupt dort alles drin. Das Ganze geht auf der Kommandozeile mit minus minus graph. Letzten Endes, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, bei GitLab oder GitHub, da gibt es sowas ähnliches, etwas schöner aufbereitet. Hier sehen wir den jetzt vollständig. Wir sehen zum Beispiel, wo unser Branch abgezweigt wurde letzten Endes. Und da stehen auch lustigerweise wieder die kurzen Hashes da. Und genau die könnte man sich jetzt zum Beispiel kopieren. So, das Ganze sieht jetzt etwas unübersichtlich aus, weil es ist relativ groß. Weil es werden alle Commit-Messages aufgezählt, es werden alle Commit-Hashes mit aufgezählt. Das Ganze geht ein bisschen einfacher, wenn man lediglich wissen möchte, wo die Branches herkommen. Mit minus minus one line. Das Ganze sieht dann etwas anders aus. Da sieht das Ganze dann so aus. Ich habe dann zwar immer noch eine Commit-Message, aber etwas zusammengefasst. So was Ähnliches haben wir halt hier mit der Graph-Ansicht. Ist die jetzt aktuell? Die ist bestimmt fast aktuell. Also ich kann mir hier quasi auch die Historie von den Branches anzeigen lassen. Ja, wenn dann mehrere Leute parallel dran arbeiten, dann passiert es halt, dass auch irgendwie mehrere Branches nebeneinander laufen. Ich habe auch schon andere Dinger gesehen mit 20 plus Branches, das wird dann irgendwann unübersichtlich und ein bisschen verwirrend, aber dafür gibt es dann stabile Workflows, wie man das dann auflöst. Ja, das hier ist im Prinzip jetzt kaum eine andere Ansicht, nur halt ein bisschen grafischer als die Konsole hier. Aber da stehen effektiv die gleichen Informationen drin. Genau, kommen wir jetzt dazu, jetzt haben wir einen Branch und wir möchten den Branch mit unserem Master oder mit einem anderen Branch wieder zusammenzuführen, das ist das ganze Merchen. Und das Ganze macht man normalerweise lokal und nicht irgendwo in irgendeinem Repo. Genau, deswegen vorher Vorbedingungen sind, die Branches muss man lokal abgeholt haben mit Fetch bzw. Pull, je nachdem, was man dann eher verwendet. Fetch reicht, denn wir brauchen es in unserem, ja, in unserer Git-Verwaltung, in dem .git-Ordner. Und wir müssen dann mit Checkout wiederum in den Branch wechseln, der dann letzten Endes der Zielbranch der Änderungen ist. Also das ist dann die finale Station, die dann quasi den letzten finalen Stand beinhaltet, den gemergten Stand mit allen Änderungen drin.
Und dann, wenn wir einmal in diesem Branch sind, das können wir jetzt gleich mal machen. Ich mache erstmal nochmal kurz Status. Zeige ich mal kurz an, wo wir sind. Wir sind in Develop 1, also Problem 1. Und ich möchte die Änderung, die wir jetzt hier gemacht haben, nach Develop übernehmen, weil es nur eine kleine Veränderung für die weitere Entwicklung. Das heißt, ich wechsle mal fix drüber. Jetzt bin ich im Develop und dort kommen wir zu den Merge-Befehlen. Ich verwende da sehr gerne NoFF, weil ich mag Preface nicht. Ich möchte das gerne immer sehr nachverfolgbar haben mit einzelnen Commit-Messages. NoFF zwingt Git letzten Endes dazu, eine Commit-Message zu erzeugen und nicht einfach nur Rebase zu machen. Wird die Commit-Message dann automatisch erzeugt? Also Merge-Commit kommt das dann im GitLab oder GitHub automatisch schon selber eintragen? NoFF erzwingt die Commit-Message. Genau. Erzwingt die, dass ich die selber schreibe oder wird automatisch einfach Merge-Commit? Es muss letzten Endes selber geschrieben werden, die Message an sich. Aber, das hat er erstens angerissen, es gibt die Möglichkeit, wenn Änderungen gemacht wurden und diese theoretisch nicht konfliktbehaftet sind, einfach nur ein Rebase zu machen im Git. Das Ganze ist aber recht fehleranfällig, weil ich setze meinen Pointer, der auf das Origin zeigt, beziehungsweise auf einen bestimmten Commit, den kann ich einfach verschieben, dass er dann auf einen anderen Commit zeigen würde. Das ist aus meiner Sicht etwas gefährlich. Möchtest du dazu etwas mehr sagen? Das hatten wir vorhin nicht so ganz erwähnt. Ein Commit hat immer einen vorherigen Commit. Also dieser ganze Commit-Graph ist baumartig aufgebaut. Das heißt, ein Commit zeigt immer auf den, wo er herkommt. Also wo der Ursprung herkommt, was der vorherige Stand ist. Dementsprechend bauen sich halt die Branches immer auf. Was du jetzt quasi mit einem Merge-Commit machst, ist, du nimmst alle Änderungen, baust dir einen Commit mit allen Änderungen von dem Ursprungsgraph zusammen, von dem Ursprungsbaum, und schiebst quasi diese Änderungen in einen Merge-Commit auf den Zielbaum drauf. Das ist diese Merge-Variante, diese Graphen zusammenzuführen, die beiden Zweige. Und du hast dann noch die Rebase-Variante. Da werden alle Commits von dem Ursprungszweig genommen und die werden oben auf den Zielzweig draufgebaut. Also die werden da unten abgeschnitten und oben auf den anderen draufgesetzt. Hat allerdings zur Folge, dass sich die kompletten Commit-Hashes ändern in den einzelnen Commits, die quasi gerebased werden. Also einerseits ist es ein bisschen sauberer, weil du dann in einem Zielbranch nicht ständig so eine Merge-Commits drin hast. Muss man auch abwägen, wie man das gerne machen möchte. Dann probieren wir das einfach nochmal aus. Git Merge. Wir sagen kein Fast Forward. Also ich möchte definitiv eine Commit-Message erzeugen. Also eine Merge-Commit erzeugen mit einer Message dann entsprechend. Genau. Und ich möchte alles von diesem Branch in den aktuellen Merge, in dem ich mich jetzt befinde. Das Ganze funktioniert dann so. Dass jetzt euer Editor aufgeht. Und der schreibt quasi schon eine Commit-Nachricht rein. Weil das Git weiß, ich will jetzt was mergen, ich weiß, wo es herkommt und ich weiß, wo es hin soll und dementsprechend schlägt es einem schon mal so eine Nachricht vor. Also in dem Falle hier, du willst jetzt den Branch so und so in Develop rein mergen. Schreib mal bitte was. Es ist schon was geschrieben, das steht hier oben. Wollen wir das noch editieren? Ja. Was willst du reinschreiben? Übernahme zum Beispiel. Geht es ja nur darum zu zeigen, dass da dann was anderes steht. So, fertig? Ja. Wie habt ihr das jetzt gespeichert? Wie seid ihr da rausgekommen? Ah, das ist sein. Ich habe jetzt als Default-Editor für das Git ein Vim eingestellt und ich mache einfach Schreibe und gehe raus. Das heißt, der speichert die Commit-Nachricht irgendwo hin und Git nimmt die sich dann und packt die an den Commit ran. Jetzt auch wieder das Zeug mit der Konfiguration. Wenn ihr jetzt bei dem Standard-Editor zum Beispiel Nano auswählt, dann öffnet sich da in dem Moment ein Nano. Genau. Ich hätte jetzt auch bei dem Git Merge NoFF nach dem Branch noch minus M und dann in Hochklammern wieder, nee, wie heißt Komma. Das? Hochkommas? Einfach die Nachricht mit reinschreiben können und wäre das genauso mit rausgekommen. Macht sich halt ein bisschen doof, wenn mir das Git sowieso schon eine Commit-Message vorschlägt und ich nehme die dann nicht. Von daher ist das so entspannter. Danke. Genau. Letzten Endes, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen
wie er es gemerged hat in der Rekursionsstrategie und letzten Endes, was dort gemacht wurde. Das Gitignore und ja, zwei Einfügungen. Also das sind letzten Endes die zwei Zeilen, die in der Gitignore drin stehen. Und mehr haben wir ja hier nicht gemacht. Das Ganze, wenn wir jetzt das nochmal genauer sehen wollen, können wir uns das hier nochmal mit dem Log von vorhin angucken. Und zwar sehen wir da wieder unsere Commit-Message dort oben mit der Übernahme. Und ja, unten drunter ist dann der andere Commit-Log, wurde entsprechend angehangen. Also wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, sehen wir das in der Historie genauso, wie es passiert ist in dem Branch. Die wurden einfach übernommen. Great. Genau. Im Graphen sieht das Ganze dann so aus. Okay, ich nehme mal kurz den anderen Graph. Keine Lust nach unten zu scrollen. Okay, der Graph setzt auch alles nach oben. In dem Falle sehen wir es, genau, Merge Branch, Develop Problem 1. Genau, und unser anderer Commit hat sich dort sehr schön eingefunden. Letzten Endes über die Striche sieht man es dann auch wieder, dass der sich dort abgespalten hat. Es ist jetzt nur wegen dem Zeilenumbruch so komisch verschoben, aber normalerweise würde das dann halt so abgehen, dieser Branch, den wir da editiert haben, und in dem Falle, wo wir das gemerged haben, geht das dann wieder rein. Ja, also durch den langen String ist es jetzt ein bisschen verschoben, aber... Okay. Ja, letzten Endes, die NoFF-Option könnt ihr mit benutzen, müsst ihr nicht. Schaut einfach, was für euch bzw. in dem Projekt dann am besten ist. Merchant von Branches mit Konflikten. Kann ja immer mal wieder passieren. Wir hatten jetzt gerade das Schöne, dass es einfach reingemerged werden konnte, ohne große Probleme. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute dieselbe Zeile bearbeiten, schon habe ich einen Konflikt erzeugt, passiert dann letzten Endes genau so und muss resolved werden. Ich demonstriere das mal kurz. Und zwar erstelle ich dann halt fix eine Branch, die wir vorhin festgestellt haben, Checkout, nicht Branch. So, dann sind wir einmal hier drin. Wir ändern mal was in der Zeile. Ja, so. Ich habe jetzt einen Stern dazu gemacht, dann commit ihr das Ganze mal bitte. Wie mache ich das? Nein, git, commit, also add. Ich weiß, dass ich nicht viel geändert habe, deswegen habe ich es einfach mal mit dem git add, dem git gesagt, füg mal alle Dateien, die sich geändert haben, in die Staging Area. Mach jetzt einen Commit mit einer Nachricht. Problem 2. So. Man sollte was Sinnvolles eintragen. Für uns reicht das jetzt. Also es ist keine Best Practice, aber das geht schnell. Okay, dann switch mal zurück in den Develop Branch. Genau. Mach nochmal die Gitignore bitte auf. Wir ändern jetzt quasi genau dieselbe Zeile in einem anderen Branch nochmal. Und schreib doch mal was anderes rein, was längeres. Nicht nur einen Stern. Ja, zum Beispiel. Genau. So, das Ganze committen wir jetzt auch nochmal in den Branch. Dieses Edge davor ist immer notwendig, das Edge. Ja, damit ja. Man quasi geht sagen, welche Dateien er jetzt wirklich committen soll im nächsten Commit. So, wunderprächtig, jetzt haben wir das getan. Und jetzt kannst du den Merge-Befehl von vorne nochmal aufrufen, denn der Merge-Befehl wird jetzt sicherlich gleich einen Konflikt erzeugen. So! Und jetzt zeigt uns Git, ja, bei den Merchen ist jetzt wirklich was passiert. Und wir haben ein Problem und das ganze Problem müssen wir uns angucken. Was braucht man dazu? Git Status, was wir vorhin schon dutzende Male verwendet haben. Und irgendwo in den entsprechenden Dateien werden wir dann diese Zeichenfolge finden. Diese Zeichenfolge zeigen letzten Endes an, da ist ein Konflikt passiert. Git markiert das Ganze, schreibt uns die Hashes noch mit rein, gucken wir uns gleich mit an. Also Git Status. Sieht erstmal so aus. Git erzählt uns jetzt erstmal, wo das Problem passiert ist und was passiert ist. In dem Fall, dass beides mal etwas modifiziert wurde. Und wenn wir uns jetzt dann dazu noch das Diff angucken, dann sehen wir auch, was eigentlich passiert ist. Nämlich, da unten diese Änderung würde er jetzt gerne haben. Im Head haben wir einen mal Sternsubgeben. Und in dem dazu ist Doppelstern passiert. Genau. Das Ganze muss man jetzt von Hand bereinigen. Letzten Endes, die Zeile mit den ganzen Ist-Gleichen ist der Trenner. Der Trenner der beiden Änderungen. Genau. So. Jetzt müssen wir uns für etwas entscheiden. Für die Änderung A oder für die Änderung B. Oder noch schlimmer, wir machen eine Änderung C, weil uns beides nicht gefällt. Ich würde sagen, wir nehmen die Änderung A mit Subtil.
Wir löschen einfach den ganzen Rest raus, der uns nicht gefällt, den wir nicht brauchen. Kann man nicht beides behalten? Geht das auch? Das geht auch. Ich kann auch beides behalten. Du könntest auch beides behalten, aber letzten Endes ist es ein unterschiedlicher Stand und es muss ja irgendwas davon korrekt sein. Deswegen müsste man gucken, wie sieht das Korrekte davon aus. Ich könnte es jetzt auch beides drin stehen lassen, ja. Ja. Das wäre halt dann die Variante mit der Änderung C, dass beides nicht ganz korrekt ist, sondern wir halt eine dritte Variante brauchen. Das, wenn wir das jetzt gemacht haben, sieht dann immer noch so aus. Ja, wir wissen auch, wir haben die Änderungen behoben. Also sagen wir einfach mit add, wir nehmen die Datei einfach wieder mit auf, weil wir haben es ja korrigiert. Wir wissen, was passiert ist. Und dann sagen wir wieder commit. Final correction. So, und das Ganze sieht dann im Log wie folgt aus. Steht dann letzten Endes auch wieder so drin. Eigentlich würde jetzt hier noch eine Commit-Message stehen, da wir aber lediglich dieses Konfliktproblem behoben haben, steht jetzt nur unsere letzte Commit-Message drin. Ansonsten, der Rest wird vorher schon gemerged, wird vorher in dem Branch, wo ihr euch befindet, lokal schon geändert und ihr müsst dann lediglich die konfliktbehafteten Dateien ändern. Die zwei Commits, die drunter stehen, bringen jetzt aber die beiden Lösungen von den beiden Branches, wo es gefixt worden ist, jeweils nochmal mit. Genau, die Commit-Messages bleiben da stehen. Deswegen dann eigentlich auch der Merge-Commit mit der finalen Beschreibung, was ja, eigentlich jetzt passiert ist. Aber wenn ich jetzt im Nachgang prüfen würde, sehe ich, oh, Entwickler A hat Probleme gefixt, Entwickler B hat Probleme auch gefixt und dann hat es nochmal jemand nochmal gefixt. Ist irgendwie nicht so ganz schlüssig. Ja und nein, weil Entwickler A hat das Problem gefixt, Entwickler B auch und Entwickler C hat gesagt, was korrekt ist. Also letzten Endes muss man mit den Commit-Messages schon aufpassen, dass die irgendwie sinnig sind und dass dann nicht der Dritte plötzlich irgendwas geändert hat noch. Wir sehen jetzt quasi in dem zweiten Commit, der Entwickler war nicht so schön fleißig und hat halt nur Problem 2 hingeschrieben, weil er gerade auf dem Branch gearbeitet hat, anstatt eine aussagekräftige Nachricht. Das war quasi das mit dem zweiten Stern davor. Und der andere Commit steht halt unten drunter. Und da steht halt eine etwas sinnvolle Nachricht drin. Dementsprechend, wenn man irgendwie an einem offiziellen Projekt mitarbeiten möchte, dann mal nachgucken, was die anderen so an Nachrichten in die Commits reinschreiben und dann irgendwie ein bisschen an die Form halten. Also sonst könnte es sein, dass eure sowas wie Updates nehmen. Update oder Update-Dings oder New Stuff. Es gibt beim Merchen auch die Möglichkeit, die Commit-Messages quasi einfach wegzuschmeißen. Die letzten Commit-Messages. Wenn einen das wirklich nicht interessiert, wenn man die Historie quasi wie heißt das? Squash? Squashen, genau. Ja, genau. Ist aber die Frage, möchte man es wirklich nachverfolgen oder ist es einem dann an der Stelle wirklich egal? Also es ist halt immer so eine Frage zwischen Nachverfolgbarkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit. Soweit, so schön. Und dann müssten wir danach noch aufräumen. Weil mit diesem ganzen Gebranche haben wir jetzt natürlich ganz viel Müll erzeugt, ganz viel Datenmüll, der auf der Festplatte rumliegt. Und den brauchen wir letzten Endes nicht mehr, sobald wir etwas Sinniges gemacht haben. Hier sehen wir, was wir quasi alles eingelegt haben, was überall ist. Und weiter oben, der etwas grün markierte, das ist der, wo wir uns aktuell gerade befinden mit unserem Git. Und unten drunter sind unsere zwei Problembranches. Und die können wir ja jetzt letzten Endes wieder wegschmeißen, denn wir haben sie gemerged. Die sind finally in Development drin, wir brauchen die nicht mehr. Und genau deswegen machen wir das Ganze einfach mal weg. Branch minus D. Und damit verschwindet dann der erste. Wir bekommen da auch wieder den letzten Hash, der affektiert war. Und wir sehen, er ist weg. Und damit auch weg von der Festplatte. Festplattenplatz wieder frei. Das Ganze müssten wir dann jetzt auch pushen, wenn es ein Remote-Branch gewesen wäre. Weil das Löschen funktioniert genauso wie der Rest. Alles nur lokal, bis es gepusht wird. Zum Löschen von Remote Branches dann der entsprechende Befehl mit Push. Kann man direkt machen, man kann es auch einzeln machen. Also man könnte jetzt theoretisch hergehen, immer git branch-d, alles lokal löschen und zum Schluss einen kompletten Push machen. Oder man möchte es einfach gleich remote löschen, macht man mit dem zweiten Befehl letzten Endes. Löscht man damit den Remote Branch oder nur den Branch bei sich und pusht das auf den Remote? Mit dem ersten Befehl, mit branch-d, den lokalen. Ja. Und mit dem zweiten löscht man den direkt lokal und im Repo, also im Remote-Repo dann. Also der wird zuerst lokal gelöscht letzten Endes und dann wird es direkt gepusht. Wenn du
Remote-Branch gestellt hast, beispielsweise, dann wird er dadurch nicht gelöscht. Also, doch. Nur deinen lokalen. Bei dem zweiten Befehl wird er auch remote gelöscht. Das ist das Wichtige. Okay. Und worauf pusht man dann? Auf den, den man löscht? Nein. Also, man gibt den Remote eben ein. Ja. Und der. Man gibt letzten Endes den Branchnamen an. Remote Name ist vielleicht nicht schlau gewählt in dem Fall, aber Remote Name ist die Adresse des Repos in dem Fall. Also zum Beispiel Origin, was am Anfang durch das Klonen entstanden ist. Und dort muss dann ein Branch entsprechend genauso benannt sein, wie du es hier angibst. Und wenn der lokal vorhanden ist, dann wird er ebenfalls gelöscht, lokal bei dir. Wenn ich jetzt einen Remote habe, dann muss ich doch den gar nicht angeben oder muss ich trotzdem dann Origin reinschreiben? Sauber ist es, wenn du machst, aber man kann es wahrscheinlich auch weglassen. Das ist wieder so eine Frage der Sicherheit, weil wo löscht er, wenn du es nicht reinschreibst? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man über die Kommandozeile einen Remote-Branch löschen kann, ohne dass man den lokalen löscht. Müsste ich jetzt aber was nachgucken. Okay. Im Allgemeinen, wenn du irgendwie deine Remotes alle auf GitLab hast oder auf GitHub, dann gibt dir auch die Web-UI eine Möglichkeit, das einfach online zu machen. Also hier haben wir gerade bei GitLab kommen eine Übersicht von den Branches. Und wenn ich mich lokal nicht über die CLI drum kümmern möchte, wie ich die lösche, dann einfach hier auf den Knopf drücken. Dementsprechend ist das auch so eine Sache, die man so im Terminal nicht so oft macht. Genau. Schön. Genau. Das ist deine Folie. Wir haben jetzt ziemlich viel erzählt. Teilweise guckt ihr ein bisschen müde. Jetzt könnt ihr selber mal ein bisschen probieren, ob ihr es verstanden habt und wie man das umsetzt.